So. Oh. Ach, wir müssen ihn jetzt hier zur Werkstatt bringen. Oh, das wird jetzt hier wieder Punktlandung. So. Zack. Oh ja. Ich könnte dich jetzt zum Beispiel überfahren, das wäre auch noch viel schlimmer. So, und jetzt haben wir es geschafft. Ja, auf jeden Fall. Wo wohnt der Kerl? Ich fahre jetzt zu dem hin und zack mal das ganze Geld auf, was er mir schuldet. Oh, so haben es sogar innerhalb der Missionszeit geschafft. Wunderbar. Ey, wir sind ja heute richtig gut. Schon die dritte oder vierte Mission, die wir mit 100% haben hier. Alter, was geht da ab? Und wir sind gerade in der Nähe. Kann man da Fragezeichen machen, aber erstmal. Junge, die Kamera gefällt mir. Das ist meine. Und die Musik? Was willst du? Ja, komm. Oh, guck mal. Alter! Bleib mal geschmeidig. Oh oh. Na komm. So, du wolltest was von mir. Ja, komm. Komm, Buddy, komm. Verarscht. Was ein Wichser, ey. Oh komm. Sind wir mal nicht so. Oh. So, jetzt überlegst du es dir vielleicht nochmal, ob du mich mit mir anlegst. Arschloch, ey. So, ich hoffe, mein Fragezeichen ist jetzt auch da. Nicht, dass er auf einmal wieder verschwindet. Noch ist es da, noch ist es da, noch ist es da. Ha! Oh! Schau mal hier. Was ist das denn? Das sieht irgendwie aus wie von Fast and Furious. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny motherfucker. Ey, nicht mit der Karre. Wer war die hier? Also der Mazda hier, der hat wenigstens noch den, was ist denn das? Gar nicht wahr, das ist ein Toyota Supra, würde ich sagen. Oder? Könnte auch ein amerikanisches Fabrikat sein. Das, oh, das ist Amerikaner. Aber ein Sneaker-Amerikaner. Ne, beim Rennen hört man keinen Roller, da hört man den Boxenfunk. Oh, Straße ist schön nass. Perfekt. Alter. Scheiße, es regnet da hinten rein. Nein! Alter, das fährt sich hier wie auf Eis. Das sind echt die besten Voraussetzungen, um jetzt hier so ein Rennen zu fahren. Brrr, na klar bin ich dabei. Komm, gib Gas. Für Runden. Zwei. Ah, da gibt es viele Ärzte, die verschiedene Meinungen dazu haben, ob wir verrückt sind oder nicht. Was heißt ja unser neuer? Ich ziehe euch jetzt alle ab. Oh, guck mal. Das ist ein Helikopter. Ich glaube, den Cops gefällt halt nicht, was wir hier veranstalten. Und meine Nase fing an zu jucken. Richtiger Zeitpunkt, richtiger Zeitpunkt. So. Da hinten zu gucken. Ja, das weiß ich auch mittlerweile. Ich spiele ja nun schon ein paar Stunden. Komm, die Wichse da vorne, müssen wir uns doch schnappen können. So, machen Abgang. Vielleicht hätten wir uns ein Allrad holen sollen. Der wäre, glaube ich, jetzt hier besser. Oh, oh, oh. Was gibt ihr denn da vorne so Gas? Ist doch da unser kleiner japanischer Kollege. Scheiße, Mann, ist... Gas hier! Alter!
Da ist ja mein Fiat schneller auf Touren hier. Weiß mal wirklich. So, komm, jetzt gib Gas hier. Oh. Ja, stimmt. Wir haben ja Spezialfähigkeit. Schau mal einer an. Das fällt mir natürlich wieder sehr früh ein. Aber das ganze Feld hier vorne jetzt besser zusammen. Und da geht's auch schon in die nächste Runde hier, oder? Hier sind noch Runde 1 von 2. Perfekt. Jetzt müssten wir Runde 2 sein. Ja, Runde 2 von 2. Das ist klar. Komm, die holen wir uns. Aber nicht so. Oh, komm, ich möchte Gold haben. Mit Silber gebe ich mich nicht zufrieden hier. Ich wollte gerade sagen, ich muss mal öfters hier Spezialfähigkeit nutzen und zack, haben wir schon 2 kassiert. Oh, und den holen wir jetzt auch noch, indem wir jetzt hier einfach so... einfach so wie Batman in seinen besten Zeiten durchrasen. Nee, keine Ahnung, mir fiel gerade kein passender Vergleich ein. So, ich würde sagen, wir haben das Feld gerade ziemlich gut unter Kontrolle. Komm, jetzt... schon Stoff hier. Ja, ich kann auch fahren. Ich wollte gerade sagen, wir haben da Feld unter Kontrolle wie so ein Sebastian Vettel hier. Aber daraus wird er jetzt wohl nichts. So, ich mal hier durchschlängeln hier. Oh. Alter Verwalter, habt ihr das gesehen? Etwas Skill auf höchstem Niveau hier. Aber echt, ey, was haben wir noch? 14 von 18, komm, jetzt darf ich es nicht mehr verkacken. Jetzt geht es hier um den heißen Brei. Komm, Franklin, drück drauf. Hol auch mal alles aus der Quarkschüssel raus hier. Oh, da wird er instabil. Und da ist die Ziellinie. Und es wird eng. Und es passt. Und Franklin hat gewonnen. Oh, und bremsen sollten wir auch. Jawohl. Woo. Unfallfreies Rennen. 12 Unfälle haben wir gebaut. Pah, aber auf jeden Fall. Wir sind nur zwischen 20 und 5 verfügbar. Alles klar. Alles klar. So. Franklin überlassen wir seinem Schicksal. Es wird Zeit für Turbo. Oh, da müssen wir auch mal ein paar Missionen abarbeiten. Und was macht der Kerl jetzt eigentlich schon wieder? Ob das jetzt noch eine gute Idee ist, Auto zu fahren? Wo ist denn überhaupt unser Auto geparkt? Da vorne. Oh, ey. Kennt ihr diese Spiegel auf den Kirmesteilen da? Die auch immer so alles verzerrt darstellen? Guck mal, wir sind gerade am Auslüchtern. Ah, perfekt. Ich wollte jetzt eigentlich gerade besoffen Auto fahren hier. Dornhort nicht, ne? Ah, perfekt, ist schon direkt auf die Mission eingestellt. Ja, dann machen wir das doch. Ja, so easy peasy, ne? Muss halt sein. Muss man hier nehmen. Oh! Hallöchen. Kann man sich mit denen unterhalten? Ich find das voll die geile Aktion, wenn man sich mit denen unterhalten kann. Ey, du bist mir zu doof. Hast du was zu sagen? Oh, schaut mal an, hier trifft sich also, sagen wir mal, die etwas ärmere Bevölkerungsschicht. Eigentlich echt schade, dass da nicht mehr getan wird von seitens der Regierung oder so. Das ist ja, in Deutschland ist das ja nichts anderes. Da gibt es ja auch so ganze Camps, wo die quasi wohnen unter irgendwelchen Brücken oder so. Egal ob im Sommer oder Winter. Also ohne Scheiße, ich hätte ja schon gerade das Bedürfnis, den hier einfach mal ein bisschen Geld hinzuwerfen. Auch wenn sich das vielleicht scheiße anhört, aber weißt, wenn du mir sehen so ein 100er gibst. Oder weißt du, aber da ist doch. Schon wieder irgendwie so typisch Regierung, weißt du, die geben Millionen und Abermillionen für irgendwelchen Scheiß aus. Aber da, wo man mal anfangen könnte, hier zum Beispiel bei den Obdachlosen, da ist wieder null.
Weißt du, das, dann verschließen die Augen vor, machen nichts, keine Ahnung. Also hier bei uns in der Stadt, da haben wir auch quasi Obdachlosentreff mitten in der Innenstadt. Da sind die Tag und Nacht, besaufen sich, schießen sich Drogen rein und so. Also, das ist echt heftig. Und da, da finde ich, sollte man einfach mal seitens der Regierung oder auch der, ja, der Politik einfach mehr tun. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass in einem Land wie Deutschland hier es noch so viele Menschen gibt, die irgendwie keinen Zugang zu diesem Wasser haben, Strom, Wasser, ja, Wasser hatte ich schon, Wasser, Strom, Heizung, also ganz normale Sachen halt. Also das, da sollte man mal dringend irgendwie über die Geldverteilung nachdenken. Aber das kann wirklich nicht annehmen. Also wir sitzen hier schön und warm, haben Internetzugang, haben Fernsehen, haben alles Mögliche. Können sogar noch aussuchen, was wir essen. Können ja, schlafen gehen, wann wir wollen, können machen, was wir wollen. Und die Leute, die auf der Straße wohnen, ja, die haben ein ganz anderes Leben. Die kennen so Luxussachen. Zumindest in dem Augenblick nicht. Ja. Also, es gibt ja auch viele, die studiert haben und dann obdachlos werden. Ne? Was weiß ich, Frau weg, Alkoholprobleme oder so. Oder einfach nur Pech gehabt. Aber oh, Pech gehabt hört sich auch scheiße an. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich zumindest. Ich finde irgendwie, gibt so viele Möglichkeiten und dann werden die Ressourcen nicht richtig genutzt, die wir haben. Das ist nicht richtig. Aber wie gesagt, faires Leben gibt es sowieso nicht. So, was haben wir jetzt hier zu erledigen? Ich hoffe mal eine etwas, wieder etwas interessantere Mission, aber wahrscheinlich ist das jetzt jeder so, was machst du in meiner Bude? Ja, aber das mit mir. Trevor is a good guy. He got family. Got kid, ain't he, Floyd? That's it, right? Yes. That's it. Oh man. I've been with that many women. I don't find it easy. And Deborah, I mean, we're getting married, so. Well, that's beautiful. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place, and the fornicating. There's Mr. Raspberry Jam. Whoa! Whoa! Now, Mr. Alter, nein! Nicht im Ernst, oder? A noble death, bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh. Und das soll mir jetzt was sagen? When to look at it. Well, show me. Show me! I don't want to. Nah. This boy gets the job done. Super, ganz wieder einen tollen Männerarsch zensieren. Yes. Look at me. Can you just put your Johnson away? Dann zieh die Hose wieder hoch. Yes, I work at the dock. Nein. Oh Gott. Anything interesting there for a man like me? Man hat was gesehen, was man nicht sehen wollte. Bradley, no. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. What is in there, drin? We are going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. Das wird jetzt wahrscheinlich interessant. Abgewürgt. So. Hüpp drauf, Wade. Nerviges Stück Scheiße, du. Warum stellt denn der das Radio um? Ich möchte Talkradio. Im Moment, die haben es wahrscheinlich was zu reden, dann mach mal Radio aus. Wir sind ja höflich. Come on, Miss Floyd, what you got for me? Like I said, I don't rightly know what we got. You're going to have to be more exact in your questioning, sir. We're looking for something to steal. Also, what were you also? Sir, I stole a pencil in elementary school, and I've been regretting it ever since. Look, sir, please, just tell me what you want, and I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know
what I want. Ja, das ist gut. Bit, well, like pornography or a perfect turn. I can't quite describe it. Das schon I'll so. Know it when I see it. You ain't aiding my comprehension. All right. Well, how's this? $236 billion worth of cargo came through the port of Los Santos last year. He's real good with numbers. I don't want to hijack a truck full of pineapples, Floyd. You need to give us the inside track on what's coming through. Also einfach mal just for fun hinfahren und gucken, was kommt. Das ist bei mir im Mediamarkt immer so. That is beyond annoying. I know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. Ja, aber dann habt ihr eine Beladeliste, Jungs. Anything different? Anything that might indicate something? Well, there's been all these Meriwether folks hanging around. Meriwether Security Consulting. Private army to the New World Order. My butt's gone. The folks waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe and recently cleared to operate on U.S. soil. That, sounds like them. So there's a private militia in the port. Das kann ja nur was Großes sein. This one freighter? I guess now that you mention it, it ain't quite right. A freighter. Perfect. Can I get on board? Na klar. No, was a knarre. No, they won't let you anywhere near it. They're kind of assholes about it, actually. The other day, my colleague, Ralph... I don't give a shit about Ralph. We gotta take a look. Is there anything else? There's another bunch of Meriwether guys out by the Navy warehouse. Ooh, Navy. They got boats coming in and out. They was testing something. All right, we'll take a look at Navy well. Ist immer gut. Regierungsspielzeug. Viele tolle Sachen, die nicht in falsche Hände geraten dürfen. So, wir sind am Hafen angekommen. Und was sehen wir? Viele Container. Oh. Ja komm, mach das Tor auf, Junge. Packen neben der Zentrale. Ja, wenn es sein muss. Ist hier gut? Ah, das ist gut. Here comes the soup. I gotta check in. Remember, Floyd, this can go real wrong, real quick. Alter, erkennt man ja fast nicht wieder, ne? We got a waste spillage and I got a slot on the cleanup crew. There is nothing that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. Get in there. Hä? Wie Mission fehlgeschlagen? Trevors Tarnung ist aufgeflogen. Hä?